Moin Moin, mein Name ist Alvo, ich bin mal wieder im benachbarten Wald unterwegs und heute geht es um Fehlkäufe, Ausrüstung, wo habe ich am meisten Geld verschwendet. Das ist der zweite Teil und wenn dich das interessiert, dann bleib doch einfach dran. Tja, Fehlkäufe, jeder von uns hat schon mal irgendwo Geld verschwendet, da bin ich mir ziemlich sicher. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wo ihr schon mal falsche Outdoor-Ausrüstung gekauft habt oder allgemein Ausrüstung. Es muss ja immer nicht nur ums Outdoor-Thema gehen, das würde mich sehr interessieren. Der erste Fehlkauf für heute ist die Gator-Machete Junior von Gerber. Die habe ich schon mal in einem einzelnen Video vorgestellt und zwar, weil ich eigentlich gleichzeitig sehr begeistert von der Machete bin, aber gleichzeitig finde ich sie auch ein bisschen scheiße. Wer sich für das Video interessiert, das ist eins meiner ersten Videos, da könnt ihr mal sehen, wie ich früher... Vor langer, langer Zeit, in einer weit zurückliegenden Epoche, noch lange bevor unser Kontinent überhaupt einen Namen hatte, zogen durch Europa schon Menschen. Vor 2 Jahren gefilmt habe, einfach hier oben aufs Aufrufezeichen klicken, da kommt ihr zu dem Video. Kurze Beschreibung, die Machete ist eine relativ günstige 30 Euro in dem Bereich Machete, einen sehr guten Griff hat und auch ziemlich scharf ankommt, noch Serrations auf dem Rücken hat, die keine Sau braucht für irgendwas, zumindest wüsste ich es nicht, und mir zwischenzeitlich sehr gute Dienste geleistet hat. Warum ist diese Machete mittlerweile für mich ein Fehlkauf gewesen? Das liegt einfach daran, dass der Stahl so extrem weich ist, dass er von einfachsten Dingen mittlerweile Dellen bekommen hat. Ihr seht das hier in den Aufnahmen, ja, das Metall in der Mitte ist verdehnt worden. Ich weiß nicht mehr genau, welches Metall das ist, aber es muss ein relativ weiches sein, weil man kann es einfach nachschleifen und einfach wieder zurechtschlagen. Ich möchte das Ding eigentlich auch gar nicht ganz verteufeln, weil selbst jetzt, wo ich dann Dellen reingeschlagen habe, bei sehr hartem Holz, das muss man natürlich auch dazu sagen, konnte ich mit dem Hammer zumindest wieder, ja, das Metall halbwegs begradigen, so dass es ein bisschen wellig ist am Hauptpunkt und trotzdem dann noch damit ordentlich Äste abschlagen. Das heißt, die Funktion ist immer noch irgendwie da, obwohl Dellen mittlerweile drin sind. Der Griff zum Beispiel ist sehr gut. Es gibt aber noch eine zweite Sache, die ich nicht so gut finde, die ich jetzt nach, ja, längerem Gebrauch schon mittlerweile rausgefunden habe, und zwar die Serrations am Rücken sind nicht nur unnötig, sondern sie sind auch noch störend. Das merkt man ganz deutlich, wenn man öfter mal die Machete aus der Scheide rein und raus holt, weil die Zähne verhaken sich mit der Zeit irgendwann und das ist nicht so gut durchdacht. Also ich finde, dann könnte man die Machete lieber 5 bis 10 Dollar Euro günstiger machen und dann auf diese Sägezähne verzichten. Mittlerweile benutze ich die Machete genau aus diesen Gründen auch kaum noch. Ich benutze lieber eine andere Machete und zwar von Herberts, ja, die sehr massiv ist und deutlich besser durch alles durchkommt. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache, ob man so eine, ja, ich sag mal, schwere Machete wie die von Herberts einer Gator Junior vorzieht, weil im Prinzip sind die auch nicht ganz zu vergleichen, weil die von Gerber ist 300 Gramm schwer ungefähr und die von Herberts über 700 Gramm und kostet auch noch das mehr als Doppelte. Trotzdem, sie hat Dellen, ja, ist deshalb nicht mehr voll funktionsfähig. Die Serrations gehen auf die Nerven beim Raus- und Reinstecken in die Scheide und mittlerweile liegt sie nur noch in der Ecke rum und deshalb einer meiner größten Fehlkäufe. Wenn du dich jetzt fragst, was denn vernünftige Ausrüstung ist, dann schau doch hier oben einfach aufs Ausrufezeichen. Dort gibt es Loadout-Videos von mir. Da findest du eine Menge von Ausrüstung. Ansonsten noch immer gerne in die Videobeschreibung jedes Videos reingucken. Dort findest du eine komplette Liste meiner Ausrüstung, die ich sehr gerne benutze, die ich versuche, relativ aktuell zu halten. Mein zweiter großer Fehlkauf ist eine Nergene-Flasche. Aber Alvo, eigentlich sagst du doch ständig, dass Nergene-Flaschen geil sind. Ja, normalerweise sind Nergene-Flaschen geil, bis auf diese irgendwie. Diese habe ich benutzt und mittlerweile leckt sie. Ja, das heißt, wenn man sie so hat und mit der Zeit tropft es hier unten raus. Da habe ich am Anfang gedacht, ja mein Gott, das ist ein Montagsprodukt, weil es scheint ja nur mir so passiert zu sein. Aber mittlerweile habe ich 2, 3 Leute getroffen, die mit ähnlichen Flaschen dieser Ausführung ein ähnliches Problem hatten. Ich will damit nicht das Produkt an sich komplett verteufeln, weil ich habe auch noch 2 andere, die super funktionieren. Aber ich möchte von euch gerne mal wissen, falls ihr solche benutzt, ob ihr dabei auch schon Leckfunktion sozusagen hattet, na, ob da Fehler aufgetreten sind. Weil das würde mich mal sehr interessieren, wie hoch die Fehlerquote bei so einem Ding eigentlich ist. Weil im Endeffekt, die kostet 10 Euro,
7 bis 14, je nach Ausführung. Ja, ich sag mal so, die günstigen kosten ungefähr 7 Euro. Die Standard-Olive-Variante zum Beispiel kostet normalerweise 7 bis 9 Euro. Das hängt natürlich von der Tagesform auf Amazon oder aus sonstigen Portalen ab. Da müsst ihr mal ein bisschen drauf achten. Ja, es gibt schon sehr starke Unterschiede, teilweise in Zeiten, wann man kauft, ob gerade mehrere Leute gleichzeitig das Produkt kaufen oder nicht. Und die ist zum Beispiel jetzt halt kaputt gegangen und die kann man praktisch kaum noch nutzen. Natürlich kann man sie noch im Haushalt nutzen als normale Wasserflasche, um sich ein bisschen Wasser ans Bett zu stellen. Aber ich kann sie nicht mehr kopfunter in den Rucksack zum Beispiel stellen, weil dann läuft sie aus. Und deshalb ist diese Flasche auf jeden Fall ein Fehlkauf, auch wenn ich von anderen Hygieneprodukten durchaus überzeugt bin. Nummer 3 der Fehlkäufe ist ein kleines Sanremo-Messer. Sanremo ist eine, ja, sagen wir schon, günstig Marke aus China, die man von Gearbest zum Beispiel beziehen kann, aber die es mittlerweile auch auf Amazon gibt, für dann natürlich einen entsprechend höheren Preis, weil sie ja nicht direkt vom Anbieter bezogen wird. Das Messer liegt so im 5-Euro-Bereich, ist ziemlich klein, wie ihr seht, ja. Also die Klinge ist ungefähr 4,5 cm groß und das ganze Messer wiegt auch relativ wenig. Also das ist so ein richtiges kleines in die Seitentasche packt Messer oder sonst irgendwas in der Richtung. Ich habe das Messer damals auf der Website gesehen und dachte mir, mit den Abmaßen, ne, das könnte ja schon ganz interessant sein, weil ich meine, das ist ungefähr so klein, wie man sich das kleinste Victorinox, das man so mit an Schlüsselhänger dran macht oder so vorstellt. Ja. Ich hatte das auch mal in der Hand. Das hier ist ein Tick größer, muss ich sagen, wiegt auch ein bisschen mehr, aber ich meine, dafür hat sie auch eine größere Klinge, wenngleich es kein Multitool ist. Dachte mir, bestellen wir das mal, sieht ja ganz interessant aus, hab's bestellt, hab's zu Hause ausgepackt und buff, buff. Bei diesem Messer ist nur eine Seite angeschliffen. Das bedeutet, diese Seite hier hat einen Anschliff, die andere ist einfach nur plattes Metall. Ich möchte damit nicht sagen, dass es völlig ohne Nutzen ist, weil selbst dadurch, dass es nur auf der einen Seite angeschliffen ist, kann es durchaus durchschneiden. Ich habe das ein bisschen ausprobiert. Es ist aber irgendwie trotzdem nicht vernünftig. Also ich muss sagen, man kann damit ein bisschen schneiden, wenn man sich an den Winkel gewöhnt und solche Geschichten. Aber wenn ich auf eine Seite gehe und ich sehe da Bilder, wo nicht klar ersichtlich ist, dass nicht beide Seiten angeschliffen sind, sondern dass eigentlich nur eine Seite angeschliffen ist, dann fühle ich mich schon mal verarscht. Und zum Zweiten muss ich ja mit einer Seite auch erstmal lernen, wie ich damit richtig schneide. Weil das ist ja eine andere Art von Schneide, wie es zum Beispiel bei einem anderen Messer ist. Das heißt, ich muss einen anderen Winkel benutzen und so weiter und so fort. Seitdem ich dieses Messer gekauft habe und ein bisschen enttäuscht worden bin von Gearbest, muss ich ganz ehrlich sagen, und auch vom Hersteller Sanremo, obwohl es auch andere gute Messer von Sanremo gibt und Gearbest ansonsten eigentlich ein vertrauenserweckender Partner ist, habe ich dieses Messer in die Ecke gelegt und benutze es überhaupt nicht mehr. Das heißt, das ist auf jeden Fall einer meiner größten Fehlkäufe, weil ich meine, ich benutze es ja überhaupt nicht und es hat mich auch irgendwie angelogen. Der vierte Fehlkauf, wo ich mein Geld verschwendet habe, ist ein Longsleeve. Longsleeve, für alle, die es nicht wissen, ist ein T-Shirt mit ein bisschen dickeren Stoff, das natürlich bis hier vorne die Ärmel hat. Also sozusagen eine Art von Pullover, aber irgendwie zwischen T-Shirt und Pullover. Ich hatte mir damals ein 4er-Pack von Fruit of the Loom geholt und ich kann euch mittlerweile keins mehr in die Kamera zeigen, weil keins dieser länger als ein halbes Jahr durchgehalten hat. Ich trage solche langärmeligen Sachen gerne, zum Beispiel unter Trekkingjacken und ähnliches, weil ich kein großer Freund von Pullovern bin, ganz sicher, zum Beispiel auch nicht beim Trekking. Ja, buddel ruhig rum, ja. Ja, ja, ich habe das genau gesehen. Diese Longsleeves sind mir nach, wie gesagt, einem halben Jahr, das allerlängste hat, also das vierte, das einzige, was ein bisschen länger überlebt hat, hat tatsächlich ein Dreivierteljahr durchgehalten. Aber ansonsten sind sie mir alle weggerissen. Sie waren aus 100% Baumwolle. Sie haben im 4er-Pack nicht viel gekostet, das muss man dazu sagen. Ne? Es war schon ein bisschen so eine kleine Schnäppchenjagd. Aber im Endeffekt, vor allen Dingen mit der Sternebewertung, die es damals auf Amazon gab, mit 4 Sternen, mittlerweile ist die niedriger, habe ich mir gedacht, ja gut, kann man mal zum Unterziehen benutzen, nur für Outdoor, hat sich aber bewahrheitet anscheinend, dass man, wenn man billig kauft, man immer zweimal kauft. Zumindest in diesem Fall hat das gestimmt. Ich sag mal so, ich bin seitdem auf der Suche nach Longsleeves, aber guten Longsleeves, die aber günstig sind. Ja, natürlich gibt es relativ viele Anbieter von Longsleeves, aber die sind meistens zum Beispiel
relativ teuer. Also ich will keinen Longsleeve für 35 Euro haben. Das empfinde ich als zu viel, ganz sicher für Baumwolle. Und bei Merino-Wolle finde ich es noch in Ordnung. Muss man sich aber die Frage stellen, ob man sich das leisten kann, 3-4 Stück davon zum Beispiel zu kaufen. Ein einziges zum Wandern könnte ich mir da wiederum überlegen. Ja, wir müssen gar nicht lange überlegen, warum das ein Fehlkauf war. Das ist ganz einfach. Man hat es gekauft, dann ist es kaputt gegangen. Also es ist eindeutig ein Fehlkauf gewesen. Ja, da habe ich mal Geld verschwendet. Fruit of the Loom Longsleeves sollte man nicht kaufen, zumindest wenn man damit mehr vorhat, als da drin zu schlafen. Das waren 4 Fehlkäufe aus dem Outdoor-Bereich, wo ich mein Geld verschwendet habe. Aber ich habe noch einen kleinen 5. für euch, für alle Filmer unter euch, die vielleicht schon mal überlegt haben, ein Stativ zu kaufen von Mantona. Ich habe ein Stativ gekauft von eben dieser Marke und muss sagen, das war für mich ein Fehlkauf. Das Stativ wiegt ungefähr 1,2 Kilo, hat 45 Euro gekostet und war eigentlich das erste halbe Jahr über ein treuer Begleiter, hat auch gut funktioniert und jetzt benutze ich es ab und zu, wenn ich gar keine andere Alternative gerade zur Verfügung habe, zum Beispiel, wenn ich das andere ausgeliehen habe. Was ist jetzt schiefgegangen? Ganz einfach, die ganzen Sprungfedern an der Seite, die funktionieren nicht mehr, beziehungsweise nicht alle, ja, manche funktionieren, manche nicht, aber teilweise fallen die einzelnen Elemente der Stange raus. Da müssen wir auch wieder gar nicht lange überlegen, ja, so ein Stativ, das einfach Elemente rausfallen lässt, weil die Stangen nicht mehr funktionieren und so weiter und so fort, das ist natürlich ein Fehlkauf, vor allen Dingen, wenn man dafür an die 50 Euro ausgibt, das ist komplette Geldverschwendung, da würde ich niemandem einfach empfehlen, das zu kaufen. Das ist relativ einfach. Und jetzt bist du gefragt. Schreib mir gerne mal unten in die Kommentare, was deine größten Fehlkäufe sind, denn so kannst du andere vor Schaden bewahren. Darüber würde ich mich sehr freuen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da. Hier links und rechts oben findest du jetzt weitere Videos. Hier unten auf dem kleinen Button, falls du es noch nicht getan hast, kannst du mich abonnieren. Und ansonsten sage ich mal mit freudiger Erwartung tschüss, tschüss, bis zum nächsten Video.